on the plug, really on the plug. Really on the plug, really on the plug. Really on the plug, really on the plug. Really on the plug, really on the plug. 9-11 punches emergency. Ooh. Kicking the door, it's a burglary. Light his ass up, burn a third degree. Ooh. 25 racks for a surgery. Ooh. I know you just taking tough when I really pull up, you gon' call the authority. Ooh. I'm in it up, gotta see who I really can trust, cause these niggas ain't for me. Ooh. Was geht, Leute? Willkommen zu einem neuen Video. Wir sind in Mailand. Wir waren jetzt eben gerade bei Markus Thuram schon, konnten da leider nicht filmen, weil der wohnt immer noch in seinem Hotel, hat leider noch keine Wohnung gefunden in Mailand. Das heißt, wir mussten es leider dort machen und es war alles ein bisschen eng, das heißt, es war ein bisschen schwer zu filmen. Markus kennen wir schon jetzt aus Gladbach-Zeiten. Wir haben jetzt schon 4, 5, 6 Mal locker gesehen. Können wir mal so 2, 3, 4 Outfits hier einblenden, so wie ihn mal gestylt haben, sage ich mal, oder was er für Sachen feiert. Auf jeden Fall sind wir jetzt bei Noah Okafor. Den kennen wir jetzt auch schon seit Anfang von Bassplug, jetzt locker schon fast 2 Jahre. Und ist auch mittlerweile eigentlich kein Kunde mehr für uns, eigentlich ein sehr, sehr guter Freund noch geworden. Ein paar Sachen guckt er sich jetzt an. Wir chillen ein bisschen mit ihm, spielen vielleicht mal eine Runde FIFA mit ihm, keine Ahnung, gehen was essen. Aber wir nehmen auf jeden Fall mit, können auf jeden Fall abchecken. Wo ist der Eingang hier? Rechts, da, ja. Okay. Ganz hier? Okay. Warte gut, bleib dran, weil sonst lass ich den auf. Ja, okay, warte, ich klinge. Noah Okafor, please. Noah Okafor? He lives in the building here. What is his name? Okafor. Okafor. Noah Okafor. Dri. Why die to you? Noah ist auf jeden Fall unnormal. Ihr werdet es auch gleich auch sehen, so ein entspannter Typ. Ist ein Top-Junge und jetzt halt hier in AC Mailand zu spielen, ist auch für ihn, glaube ich, was ganz Besonderes. Ja, jetzt piepst. Es piepst. Warte. Jetzt auf, ja. Okay, bis gleich. Ciao. Das ist Omnitum, glaube ich. Ah! Gut, bei dir? Ja. Dann ganz fertig, ja? Alles gut? Ja, bei dir? Nimm kurz Wasser. Deine Gier ist crazy. Ja, ist jetzt kommen wir morgen, kommt Tisch noch und so. Ja. Die restlichen Sachen. Wie lange bist du schon hier drin? Eine Woche, oder? 9 Tage lang. 8, 9 Tage. Ganz Mailand und so, ja? Ja, gemütlich. Sieht man Schaden von hier? Warte. Ja, siehst du. Ja, ja. Wo ist du hin? Ja. Da ganz hinten, gell? Ja. Das ist was aussieht, ja, wie ja, so ein ja, Schiff, ja, gell? Ja, genau. Ja, okay. Das ist genau. Und die Stadion sieht einfach wirklich aus wie ein Schiff. Hi, hier ist Timo Okafor. Ich bin Spieler von der Schweizer Nationalmannschaft und AC Mailand, wie ihr seht. Und die Jungs, Luca und Mo, haben mich besucht. Check die Leute ab, sind super Leute, bringen immer geile Sachen und sehr zuverlässig. Warst du schon mal im Spiel auch? Ja, ne? Boah, ich hab drei Liga, gell. Bro, wir waren eben gerade bei Thuram. Wir haben auch über diese Mailand-Derby geredet. Da meine Stimme und Geist ist ja, das ganz der anders. Wo die hat 6 Schüsse, 5 Tore, gell. Ja. Zu machen, ne? Ja. Beide haben gleiche Punkte jetzt. Ja? Wie war gestern Spiel? Gut, Bro. Es war zu Hause, weißt du, Dortmund. In Dortmund ein Punkt ist nicht schlecht, weißt du. Ist nicht schlecht, ist gut. Aber wir hatten auch schon lange Chance, aber wir zu Hause gewinnen. Sollen wir es auf die Couch machen, oder? Ja. Okay. Boah. Schau. Der von meiner Tür. Muss ich schicken. Der gleiche groß ist. Der groß? Der ist groß. Der ist schwer? So groß. Wie? Ah. Und der ist halt auch aus dem Material, deswegen hätten wir den mitgenommen, der wäre 100% kaputt gegangen. Deswegen schicken wir den. Deswegen muss man mal Adresse schicken von Verein, okay. Und dann schicke ich den hier hin, weißt du, dann kannst du den mitnehmen. Weil der ist geil, der ist so groß. Ja, ja, der ist ja. Das ist die Scheiße. Ja, boah, das braune Gerüche, die ich sehe schon, ja. Liebst du sie ja, gell? Ja. Die und diese dicken Jacken. Spannend. Ich hab dann hier die Schuhe für deinen Mannschaftskollegen, oder? Ja, Schuhe, Kurate. Er ist ja auch gut mit Victor, oder? Ja. Ja. Wir fliegen morgen viel weiter zu Victor, weißt du? Neapel hinten? Yeah, me. Ach, warum was? Leute, watch. Nice, your choice. They brought it, you know? Die, why are you sharing me this now, bro? Kann mir jemand bringen, wenn du willst. Bro, we're also sleeping at Media Hotel. If you wanna, we can bring them to you. Ah, what do you think, nah? Shut up, man. Oh. Okay, let's have it become, yeah? I put it, take up on my neck. Life check in a hit. I signed for a couple million. You only touch 100,000.
geht's los, gell? Aber wie geil ist die Hose, ja? Ich kann. Meine erste Hose oben, nicht englisch, Mann. Schön. Ist doch geil. Ich habe noch die Hose dazu, weißt du, lange Hose. Trainer, also, weißt du? Nicht diskutieren, einfach nehmen, oder? Fragst du, welche Schuhe in die Hose? Aber schon braun, mit Almans, mit schwarz. Louis Trainer zum Beispiel, ich gehe. Isaiah! Bruder! Was geht? Nix bei dir? Alles gut. Socken! Wie läuft Leverkusen, Bruder? Bruder, gut, Bro, aber momentan verletzt. Wird wieder, oder? Egal, FIFA, gell, morgen Winning League. Ja. Spielt ihr? Schön? Ja. Food? Bro, das. Kommen wir mal ein Team schauen? Nein, das will ich gar nicht sehen. Schön. Ich mach bei mir da gefühlt Road to Glory und der hat bestimmt einen R9 gerüttelt. Machst du Road to Glory? Nein, aber ich hab ein bisschen rein, aber nicht viel. Luca! Ja, ich sag ja. Mach mal Lichter. Bruder, diese... Nein, diese, hör auf! Bro, dieser Danny PSD, der Fans, wie teuer sind die? Der Tracksuit? Was ist das für ein Team, Digga? Krank, ja? Ich spiel's eine Woche draußen. Ich hab noch den, für die Sonne, nur für übergehen. Brauchst du noch Ribéry links oder so? Mbappé oder? Dann Mbappé, Ribéry, Abfahrt. Ist doch scheiße, Digga. Auch hier siehst du die ganzen Trophäen. Welches für dich so die wichtigste? Boah, alle sind wichtig. Geilste Feeling waren schon diese zwei, ja? Beste Feeling? Champions League. Ich muss da immer an dein Tattoo denken, weißt du? Man of the Match, weiß ich so, ja. Das ist immer geil, haben wir auch gemacht. Erster Headcup auch geil. Swiss Jungs und so. Der sieht, ja. Der Pokal sieht halt geil aus. Ja. Bro, dann ist es langsam herbstlich, weißt du? Jo, ja, ich weiß schon klar. Es ist langsam kalt. Das ist das, was ich hier so weit schon mal gehabt. Boah, der Geist. Dein Jersey von Cortez. Das hat er im letzten Job gemacht, ne? Ja, das kann ich ja probieren. Obwohl, ich konnte es nicht holen, direkt aufgenommen. Boah, genau die will ich, Bro. Die ist auch richtig schwer. Die Geist ist krass, Bro. Mit dem Hoodie da. Okay. Der hat so einen geilen Schnitt. Ja. Still out of space, bad at particular taste, picky eater, I guess. And I'm still stuff in my face. She got a natural rap like a natural dude, like the brush, she don't like the shit lace. I was outside of the building, I'm on in this. Boah, die Tiffany Nike, nicht mehr überlegen. Habt ihr die? Kann ich besorgen. Auch von der Brand. Das hab ich gesehen, das ist geil, ja. Ja. Das kam, zieh jetzt gleich an. Schön, das ist geil, gell? Ganz genau so anziehen. Das weiß ich ganz nicht. Diese kannst du mit diesen Skates tragen, oder was ist das? Ja, oder weißer. Also schwarz-weiß. Geil, Mann. Wo schwer habe ich in Gary Depp verliebt. Gegen wen spielt ihr jetzt in Lazio eigentlich? Israel. Belarus. Wie war das Gefühl jetzt für dich, wo du dann wusstest, so jetzt geht's nach Mailand? War das immer so ein Hin und Her, sag ich mal? Ja, schon. Es war, Bro. Es ging dann sehr schnell am Schluss. Zuerst so langsam, dann am Schluss sehr schnell. Ja. Aber krank, wenn ich angekommen bin, Bro. Es wäre leichter, wenn ich unterschrieben habe, endlich. Probier mal den hier an. Ja. Ah, ja. Der Milan-Bär ist so groß. Der ist krass, riesig. Mann. So groß, bis hier. Geil ist das, Mann. Ich hab gedacht, der ist so, Bro. Ja, der hat klein ausgeschaut. Das ist der Kleine, weißt du? Und dann gibt's den... Warte. Deswegen, der kommt richtig hart in der Rose als Deko, weißt du? Ich denke, ich würde ihn da drüben auf die Box hinstellen. Zum Beispiel, weißt du? Wenn du lang kommst, siehst du ihn direkt. Ja, nee. Kennst du die Hose? Ich mach das so auf, nicht, weißt du? Ja. Eng. Damit kannst du chillen, aber auch so diese Restaurant-Design, weißt du? Ich bin ihn immer. Bist du rechts? Nee, so. Ja, Bruder, es geht? Gute Leben da, hä? Gute Muss, oder? Nein. Gefährlich, aber ich werde diese Views. Schau mal. Bruder, ich muss wegen nochmal kommen, Bruder, ist eine andere Stunde. Wo? Schwör? Ja. Wo, wenn du feierst, komm. Aber wenn man einen Tag feiert oder so, ist schon okay. Ja, hey, passt, eh. Aber kranke Stadt, Mailand. Ja. Krank, Bruder. Was hast du für Auto hier? Ich habe jetzt BMW bekommen. Du was halt. Geil? Ja. Und du musst in Schweizer Restaurant? Jetzt noch in der Schweizer bekommt. Nach Nazareth. Nein, Bro. Was sagst du? Auch geil, ja. Vor allem jetzt, wenn es kalt wird. Wenn es schon eng ist, hier Ketten drauf. Willst du was sagen? Mega bequem, Mann. Ja. Der hat auch einen guten Kragen, finde ich hier oben. Ja. Aber zum Beispiel die wären cool, oder mit der, mit denen schon jetzt auch. Was ist für eine? Human Made von Pharrell Williams. Ja, für die ist auch mega bequem. Ist gut, ja. Du kannst einfach so, bewegen. Du brauchst, wenn Jeans sind und du einmal so machst und dann musst du aufpassen. Wer
würdest du sagen, ist so dein bester Mitspieler momentan und auch auf dem Platz und neben dem Platz? Ich glaube, auf neben dem Platz würde ich sagen Rafa, Leo. Ja, wir harmonieren auch gut zusammen. Wegen dem glaube ich Rafa schon. Ja. Aber generell, das Team ist ja von der Qualität her top. Top Qualität, ja. Top Spiele, top Menschen. Wir sind wirklich gutes Team. Auch Hernandez und so ist schon. Ja. Für mich der beste Linksverteidiger auf der Welt. Ja. Was würdest du sagen, so größter Unterschied von der Liga her? Alles, Kampf, Tempo, Taktik, die Spiele. Jedes Spiel ist halt die Gegner gut, weißt du, in Salzburg hast du halt, sind arrogant oder so, aber du hast halt gegen schwächere Gegner gespielt, also viel schwächere, weißt du. Dann hast du auch mal, wenn du so ein bisschen nicht 100% warst oder mal so ein bisschen müde, hat es trotzdem irgendwie gereicht zu gewinnen, weißt du. Das kannst du hier nicht machen, du musst halt jedes Spiel fit sein, richtig körperlich, aber mental. Das ist halt einfach Top 5 Liga, weißt du, man merkt schon einen krassen Unterschied. Und vor allem, wenn du halt auch alle drei Tage ein Spiel hast, auch nochmal körperlich, aber auch mental, sehr anstrengend. Man unterschätzt meistens, aber viel Reisen, du hast viel Druck, weißt du, und auch die Fans, ist alles halt viel größer. Wie ist aber das Stadion? Boah, krank. Ist für mich top, sowieso top 3 von der Welt. Ist halt so historisch, ist halt auch geil, ist krank, aber ist auch modern von innen, oder? Von innen ja schon. Ja? Wenn ich San Siro denke, so wie Luca sagt, historisch, dann denke ich so ein altes italienisches Stadion einfach. Ist schon ganz modern von innen. Die Fans kannst du auch hinfragen, die Stimmung. Ja, das ist klar, die Stimmung. Derby, wie war da die Stimmung? Also jetzt. Krank. Ja. Kannst du auch schauen, warte, wo ich Tor gemacht habe. Auch dieses Ding, dieses Lied am Anfang vor dem Spiel ist immer so geil. Ja. Das ist krank, gell? Krank. Aber das ist eigentlich ein normales Lied so, gell? Also, oder nicht? Hat, glaube ich, nichts mit dem was mit dem Verein zu tun? Nein, gell? Das hört man doch immer in so italienischen Restaurants und so. Und ich auch, verstehe schon ein bisschen Italienisch, weißt du, so. Lernst du aber auch so aktiv, ja, so oder? Ja, zweimal die Woche. Echt? Ja, seit jetzt ist es schwierig, weißt du, jetzt voll gerade zurückkommen, ich bin tot. Ich bin müde. Ja, aber wie ist eigentlich so in der Stadt, wenn die so Interfans sehen? Na, nicht schlimm. Ganz normal, gell? Ja. Die Vereine sind nicht so richtig fast, oder? Intermatch schon. Ja? Und dann wird schon. Aber so. Jetzt, also es ist schon anders, ich weiß, wenn ich, egal wo ich hingehe, auch letztes Mal, ich komme hier. Wann war das, wo ich. Wir hatten BMW-Event, da bin ich nach Hause gekommen um Abend, so 11 Uhr. Kommen Fans, rennen mir hinterher und so, in der Stadt kommen sie, wollen Trikot, Fotos, schon krass. Krass. Auch in der Schweiz, wo ich wohl, weil jetzt mal das Amigo, weißt du, was ist? So viel. Das ist mal was anderes, heißt so. Wo warst du ja schon mal unterwegs, so abends so? Einmal, wir hatten so ein Team-Event, wo Fashion Week war, vor 10 Tagen. Da waren wir nachdem schon ein bisschen draußen, was auch anders ist. Ja, macht schon Bock, gell? Ja. Wie krass ist eigentlich diese Dingjacke gestern gewesen, diese College-Jacke mit Off-White? Ja, hab ich jeder. Ich glaub zwei oder drei, ich bin so krank. Hast du die hier auch? Kann das zeigen. Ja, muss mal zeigen. Die ist geisteskrank. Allein das Off-White, das macht mit AC Mailand, das ist schon geil. Welche Vereine machen das denn? Das macht Mailand mit halt Off-White, dann macht es mal Paris mit Dior. Ja. Dann fällt es auch schon fast auf. Paris noch mit Jordan ab und zu. Ich war da Rafa, Schuku und Lotus Chic. Wir hatten so die neue Kollektion, weißt du, so. Shooting? Ja, nein, so bei Fashion Week muss man so ein paar Bilder machen. Und dann ist auch so der Designer von Off-White, schon schwarzer. Das ist auch und so der Owner, so der Mid-Owner irgendwie. Wann kam es bei dir so mit Fashion? Also, dass du dich dafür selber interessiert hast? So? Immer schon ein bisschen, aber ich glaube, so ist es relativ geworden, halt so. Wo ich halt mehr so in diesem Ding drin war, so mehr gesehen habe. Woher kennt ihr euch? Schon lange jetzt, gell? Ja, schon in 3 Jahren. Zwei, drei Jahre. Erstmal haben wir uns gesehen, Salzburg vom Spiel. Ne, erstmal mit dir noch, das war ja stimmt. Ja. Sind wir hingefahren zu dir, vom Stadion. Vom Stadion danach. Ja. Wir haben da Bulls Cola gegessen. Ja, genau. Wir haben Red Bull Arena Burger gegessen. Boah, die waren aber gut. Schön. Der war gut. Ja. Boah. Kennt ihr, glaube ich, diese Off-White-Collab mit AC Mailand zusammen? Das ist so diese Jacke, die manchmal vor den Champions League Spielen tragen. Das ist eigentlich auch geil, hier mit diesem Player-Exclusive-Ding. Schon geil, ja. Ganz live. Wie mit dem Club? Club damit. Der geht immer Club mit Trikots, Digga. Das soll immer gucken. Auf wen das, Bro? Hasenmorgen, Weg, kein Gruß von mir. Mein Night Jaw Guy. Aber ich glaube, das werden wir auch wieder verlosen, Noah. Also, wenn du ein Edding hier hast. Also, wir haben jetzt hier auch ein Trikot von Noah. Das werden wir wie immer an euch verlosen. Diesmal wäre es auch cool, wenn ihr das Video auf Instagram teilen würdet, also das YouTube-Video. Es wird auch eine Bedingung sein diesmal, dass wir vielleicht mal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen. Dankeschön, Bro. Wieder sehen, wenn wir nach Napoli spielen, Juve, Paris, also und dann in Neapel. Ja. Dass ich dann in Neapel spielen kann, dann können wir nach dem Spiel uns kurz treffen. Ja, ne, ist safe. Weißt du? Können wir mit Victor was essen gehen oder so? Danke, Bruder. Danke. Ja, was, ja? Ja. Bassplug.
So Leute, das war's mit unserem Trip aus Mailand. Wir waren jetzt nicht mal, glaube ich, 24 Stunden hier. Haben auf jeden Fall einen Inter-Mailand-Spieler getroffen, einen Arzt-Mailand-Spieler getroffen. Und viele Leute kennen auch Noah. Echt ein sehr, sehr lieber Junge, korrekter Junge. Auf jeden Fall, ihr könnt das Trikot gewinnen. Das heißt, liken, kommentieren und bitte, bitte teilt das auch einmal bei Instagram. Das heißt, Story markieren werden auf jeden Fall diesmal auch eine Teilnahmebedingung. Das heißt, packt es bei euch in die Story, teilt das Video, liked es, kommentieren. Und genau, jetzt geht's für uns weiter nach Neapel zu Victor Osimhen. Ist auch jetzt schon ein sehr langer Kunde von uns, auch zu Jesper Lindström. Der ist ja jetzt von Eintracht auch zu Neapel gewechselt. Das heißt, den sehen wir dort das erste Mal dann auch. Machen leider kein YouTube, weil aus privaten Gründen, sag ich mal, wir dort nicht filmen können. Das heißt, wir sehen uns dann im übernächsten Video, je nachdem, was dann wieder kommt von uns. Und ja, wir sehen uns. Peace.